Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute soll es nochmal um eine Hose gehen und zwar um die Dirtlay Trail Scout Summer. Da haben wir das gute Stück. Dies ist eine Hose, die knapp über den Knien endet, also eine kurze Hose für den Sommer halt. Hier muss ich sagen, gleich vorweg, der Tragekomfort ist auch bei dieser Hose wirklich spitze. Und wenn ihr sie bestellt und ihr habt privat, sage ich jetzt mal, in normalen Kleidungen XL, dann solltet ihr auch diese Hose in XL bestellen. Die wird dann genauso passen wie eure Jeans zum Beispiel, die ihr in XL habt. Ich habe jetzt hier leider den Fehler gemacht und habe XXL bestellt. Für mich ist die Hose ein bisschen zu groß. Ich hätte besser XL nehmen sollen, deshalb gleich vorweg bestellt einfach die Größe, die ihr auch im Alltag anhabt, dann passt das. Wie ihr schon seht hier, gelb abgesetzt die Taschen. Ich finde das mit der Farbgebung ganz gut. Hier an der Seite haben wir nochmal das Dirtlay Logo. Dann sehen wir hier schon den Verschluss. Wir haben hier Druckknöpfe und innen noch einen normalen Knopf und Reißverschluss. Wir können hier auch per Klett die Weite verstellen. Das ist jetzt hier aber nicht besonders stretchig. Aber man kann in diese Hose einen Gürtel reinmachen. Sie hat Schlaufen. Dann sehen wir hier innen nochmal oder schon mal die Verarbeitung. Das ist wirklich top. Dieses Material ist ein bisschen stretchig, ist sehr, sehr angenehm zu tragen. Also diese Hose im Sommer ist wirklich top. Also da kann ich jetzt wirklich uneingeschränkt meine Empfehlung geben. Es gibt diese Hose auch noch als hinten wasserdicht. Da gibt es auch eine, die ist noch komplett ringsrum wasserdicht. Aber hier, das ist jetzt die reine Sommerversion mit relativ dünnem Stoff. Die Hose geht am Rücken relativ weit hoch, das finde ich persönlich auch gut. Sie rutscht nicht. Hier ist ein bisschen stretchiges Material eingearbeitet. Die Hose sieht in, also alles in allem auch gut aus. Und ich kann wirklich nur davon schwärmen, wie bequem die ist. Jetzt sehen wir sie hier mal von innen. An diesen Nähten. Die sind ja flach genäht, aber man kann sie hier fühlen. Da reibt aber wirklich gar nichts. Das ist ja immer so ein Problem, wenn man längere Touren macht, dass man das Problem hat, dass es an den Oberschenkeln reibt. Aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Bei dieser Hose reibt überhaupt nichts. Hier dieses, der Stoff innen ist wegen dem stretchigen Material, ist hier ein bisschen mehr Stoff, weil der Innenstoff ist jetzt nicht besonders dehnbar. Aber hier ist ja diese Zone eingearbeitet. So, dann sehen wir hier noch das Innenleben der Taschen. Normalerweise braucht man keine Taschen auf dem Fahrrad, finde ich. Aber hier ist es in dem Fall gut, dass sie dran sind. Wenn man im Sommer unterwegs ist und man hat vielleicht das Handy mal da drin, dann muss man am Fahrrad selber keine Tasche befestigen oder einen Rucksack nehmen. Also diese Hose ist wirklich super. Ich zeige euch nochmal die Nähte in Großaufnahme. Jetzt haben wir hier noch einmal eine Großaufnahme. Das wird immer wieder gefragt. Ich soll das mal etwas größer zeigen, etwas näher zeigen, sodass man halt im Video die Qualität besser sieht. Also hier, bitteschön. Wie gesagt, hier die Nähte, die kann man zwar so fühlen, aber wenn man die Hose anhat, merkt man davon nichts. Hier nochmal von außen. Wirklich alles sehr, sehr schön verarbeitet. Und diese Hose sieht halt auch wirklich gut aus, wenn man sie anhat. Hier hat man noch Gesäßtaschen, die sind aber nicht mit Klett oder sowas verschlossen. Da sollte man nicht allzu viel verstauen. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen, was ihr möchtet. Hier, das ist auch jetzt nicht irgendwie Stretch, sondern das ist hier einfach nur so ein Hosenbund, der sich nicht dehnt, für die, die das interessiert. Also man stellt quasi die Weite der Hose hier über diesen Klett ein und dann ist das quasi fixiert. Mir ist es jetzt auch nicht passiert, dass die Hose gerutscht ist, also trotz, dass sie halt mir ein bisschen zu groß ist. Ich konnte die ja hier einstellen, also das hat trotzdem wunderbar geklappt. Die Hose ist sehr leicht, die rutscht nicht runter.
Zumindest bei mir war das jetzt überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, ihr werdet die ja in der Größe bestellen, die ihr auch sonst in der Freizeit tragt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, das Produkt hat euch gefallen. Zumindest so, wie ich es euch gezeigt habe. Falls Fragen offen geblieben sind, dann ab in die Kommentare damit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fahrradfahren. Helm nie vergessen, immer schön Helm auf. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.